Vielen Dank, Dennis. Das war ein wirklich sehr eindrucksvolles Panel, was wir bisher gehört haben. Nun, warum sollte ich es wiederholen? Alle Reden waren wichtig. Wir würden alle profitieren, so denke ich, dass wir alle gemeinsam diese Ideen diskutieren. Einer dieser Ideen oder Axiome, die jeder schon einmal gehört hat, ist, dass es Grenzen des Wachstums gibt. Lassen Sie uns diese These untersuchen und prüfen, welche Dinge für den Menschen begrenzt sein könnten. Es wird behauptet, die Ressourcen seien begrenzt. Man vergisst dabei jedoch, dass wir Menschen grenzenloses Potenzial haben. Wir verbrauchen Ressourcen, ja, aber im Gegensatz zu Tieren schaffen wir neue Ressourcen. Das ist eines der Merkmale, das uns zum Menschen macht. Was erzeugen wir diese? Kohle zum Beispiel. Kohle ist in gewisser Weise eine Ressource, da sie zur Energiegewinnung verbrannt werden kann und die viel kompakter als Holz ist. Aber durch die Erfindung von Dampfmaschinen wurde Kohle zu einer extrem mächtigen und zivilisationsverändernden Ressource. Wir, die Menschen, haben diese Technologie, dieses wissenschaftliche Konzept erdacht. So haben wir Kohle zu einer Ressource gemacht. Ein anderes Beispiel ist Uran, ebenfalls eine sehr mächtige Ressource mit enormem Energiepotenzial. In Form von Brennstäben für die Verbrennung in einem Kernreaktor reicht eine Handvoll dieses Urans aus, um einen Menschen ein ganzes Leben mit Energie versorgen. Das war vorher keine Ressource, nur ein gelbes Mineral, welches man zur Färbung von Glas verwendet. Das war alles, was die Menschen vor der Entwicklung der Atomwissenschaft damit gemacht haben. Wir brauchen uns also keine Sorgen um begrenzte Ressourcen in diesem Sinne zu machen. Wir werden in der Zukunft neuere Ressourcen finden oder unsere derzeitigen Methoden so verbessern, die momentanen Ressourcen effizienter zu gewinnen. So haben wir enorme Fortschritte im Abbau von Kohle gemacht, sodass dieser Abbau heute wesentlich sauberer und sicherer ist. Moderne Kohlekraftwerke sind in Bezug auf ihre Emissionen genauso sauber wie eine Erdgasanlage. Also wir schaffen Ressourcen und die größte Ressource von allen ist weder Kohle noch Uran. Es ist der menschliche Geist. Um diese Ressource zu vergrößern, ist es notwendig, die Gesellschaft in der Wissenschaft und Technologie, aber auch in Kultur und Bildung voranzubringen. Wie sieht es in unseren Schulen aus? Wie soll eine Zukunft besser aussehen und ist diese auch politisch mit der Vernunft vereinbar? Unser Geist ist die ultimative Ressource. Die Fähigkeit, Gutes zu tun, ein besseres Verständnis davon zu bekommen, wie das Universum funktioniert und dieses Wissen dazu zu nutzen, um das Leben aller Menschen auf dem Planeten zu verbessern. Das ist das Erhabenste, das ein Mensch tun kann. Das ist unser wahres Eigeninteresse. Auf diese Art und Weise sind wir das Ebenbild Gottes. Dieses großartige Konzept war der Anstoß für die Renaissance. Es besagt, der menschliche Geist ist nach dem Ebenbild des Schöpfers geschaffen, da wir dadurch uns selbst in der Lage sind, das Universum zu verstehen und das dadurch generierte Wissen für uns nutzbar zu machen. Diese Idee ist fundamental, nicht unbedingt selbstverständlich, aber ich meine, dass dies der Wahrheit entspricht. Ein Bereich, wo unsere Geisteskräfte für das Gute angewendet werden kann, ist die Erforschung des Weltalls. Für Lyndon LaRouche war das ein Schwerpunkt seiner Arbeiten. In den 1980er Jahren produzierte er das Video Die Frau im Mars sowie ein ganzes Programm für wissenschaftliche und technologische Entdeckungen, die man braucht, um den Mars zu besiedeln. Er sprach darüber, was nötig wäre, um eine Marsstadt zu errichten. Nicht für reiche Touristen, die dorthin gehen, nicht für Jeff Bezos, der nur eine kleine Urlaubsreise in den Weltraum machen will, sondern um dort eine Wissenschaftsstadt zu errichten. Ich sagte eingangs, dass die Rückseite des Mondes ein großartiger Ort für die Radioastronomie ist. Das ist metaphorisch ausgedrückt wie das Aufbauen eines galaktisch großen Teleskops mit der Öffnung in der Größe der Marsumlauf. Das wird wirklich alles, was wir bisher über das Universum kennen, verändern und uns neue Prinzipien entdecken lassen. Wer weiß, welche Anwendungen daraus folgen. Es wird eine starke gesellschaftliche Wirkung haben, indem wir das auf das Lernen, das Entdecken konzentrieren und unglaubliche Dinge tun werden.
Doch was ist die Mission der Vereinigten Staaten? Die Weltherrschaft aufrechtzuerhalten? Sicherzustellen, dass China niemals mächtiger wird als die Vereinigten Staaten? Was ist das für eine Mission? Was muss wirklich getan werden? Was ist unsere Einstellung? Wir haben Afghanistan verlassen. Das wird das Thema unseres nächsten Wochenendes sein. Aber ist mit dem militärischen Abzug aus Afghanistan ein Zustrom von Ingenieuren verbunden? Was können die Vereinigten Staaten tun im Bereich der Wissenschaft oder der Infrastrukturentwicklung für die Welt beitragen? Sie können eine positive Rolle bei der vollständigen Beendigung der Armut auf diesem Planeten spielen, bei der Entwicklung neuer Infrastrukturplattformen, die in der Lage sein werden, ein Produktivitätsniveau zu unterstützen, das innerhalb von ein paar Generationen das Zehnfache von dem betragen sollte, wozu wir im Moment in der Lage sind. Das ist eine echte Mission. Noch ein paar Worte zur Kernkraft, zur grünen Bewegung und zum Kulturoptimismus. Wenn wir überlegen, warum die Kernkraft so großartig ist, sollten wir einige wirtschaftliche Indikatoren betrachten, die Herr LaRouche zur Beurteilung der Entwicklung von einer Volkswirtschaft identifiziert hat. Er betrachtete Dinge wie den weltweiten steigenden Energieverbrauch, mehr Energieverbrauch pro Person, mehr Energieverbrauch pro Landfläche. Wenn man sich ein Diagramm anschaut, was wir jetzt nicht haben, aber welches den Energieverbrauch im Vergleich zur Lebenserwartung darstellt, ist es offensichtlich. Wenn Sie sich ein Diagramm der Infrastrukturdichte im Vergleich zur Lebenserwartung in Ländern auf der ganzen Welt anschaut, ist es sehr offensichtlich, dass Energieverbrauch und Infrastrukturdichte der Schlüssel sind. Der andere Schlüssel ist die Erhöhung der Intensität der Energiequellen. Das ist hauptsächlich der Grund dafür, dass die Nutzung von Wind- oder Sonnenenergie verrückt ist. Sie sind total instabil. Mal weht der Wind, mal scheint die Sonne oder auch nicht. Deshalb sind diese Dinge so unzuverlässig. Sie sind unregelmäßig und sie sind extrem teuer. Die Menge an Material, die in Solarmodule fließt, um eine bestimmte Menge an Energie zu erzeugen, ist mehr als 100-mal so groß wie die Menge an Material, die für die Energiegewinnung aus Uran benötigt wird. Der Flächenverbrauch wird ebenfalls 100-mal größer, wenn man versucht, Solarenergie zu nutzen, als wenn man ein Atomkraftwerk nutzt. Eine enorme Verschwendung von Platz und eine enorme Verschwendung von extrem seltenen Materialien. Und die Vorstellung, dass diese Dinge erneuerbar sein sollen, ist absurd. Windmühlen sind nicht erneuerbar. Sie werden alt, sie fallen auseinander, sie erneuern sich nicht. Eine neue wächst nicht neben einer anderen wie eine in den Boden gepflanzte Zwiebel oder so. Dasselbe gilt für Solarzellen. Sie sind teuer und physikalisch nutzlos, weil sie eine extrem geringe Energiedichte haben. Also warum ist Atomkraft so großartig? Grundsätzlich gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen Kernreaktionen und chemischen Reaktionen. Wenn man Kohle verbrennt, ist das eine chemische Reaktion. Kohle verbindet sich mit Sauerstoff, es entsteht Wasser und Kohlendioxid und einige andere Stoffe. Ähnliches gilt für Erdgas. Man kombiniert Methan mit Sauerstoff und verbrennt es. Dabei entsteht Wasser, Kohlendioxid und noch ein paar andere Stoffe. Diese chemischen Umwandlungen enthalten viel mehr Energie als die physikalische Umwandlung von Wind, der weht, oder von Wasser, das bergab fließt. Die Menge an Wasser, die benötigt wird, um mit Wasserkraft Strom zu erzeugen, ist um Größenordnung größer als die Menge an Erdöl, die benötigt wird, um die gleiche Menge an Strom zu erzeugen. Wenn wir zur Kernenergie übergehen, beträgt der Anstieg das 1-Millionenfache. Die nuklearen Bindungen, die den Atomkern zusammenhalten, sind unvorstellbar klein. Wir kommen in den Bereich des sehr, sehr Kleinen. Doch die Energiemenge, die freigesetzt wird, ist enorm groß. Grob gesagt, die Kernreaktion bindet 1 Million mal mehr Energie als chemische Reaktion oder jegliche andere Art der Umwandlung. Das ist der Grund, warum Sie Ihren lebenslangen Vorrat an Uran in der Hand halten können. Was ist das Tolle am Atommüll? Es gibt kaum etwas davon und man weiß bereits, wie man damit umzugehen hat.
Was die momentane Ausrichtung der Welt angeht, haben wir es mit dem Great Reset zu tun, dem Versuch einer Bankerdiktatur zu errichten. Der Green New Deal dient als Waffe, um Menschen zu zwingen und anzuhalten, einen niedrigeren Lebensstandard für sich selbst und die Menschen auf der ganzen Welt zu akzeptieren und damit die sämtliche Entwicklung zu verhindern, indem wir sagen, dass Kohlendioxid um jeden Preis reduziert werden muss, auf Kosten der Menschen, obwohl das angeblich für die Zukunft der Menschen geschieht. Zudem leben wir in einer Kultur der Verzweiflung, der Hässlichkeit, der Dummheit und einer menschenfeindlichen religiösen Inbrunst. Alle sind Teil der grünen Bewegung. Das ist nichts aus dem Nichts gekommen. Das ist nicht aus dem Nichts gekommen. Das ist absichtlich geschaffen worden. Es ist nicht natürlich gewachsen und es kann überwunden und durch etwas viel Besseres ersetzt werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Kongress für kulturelle Freiheit dazu beigetragen, jeden Schrott zu produzieren, der als moderne Kunst bezeichnet wird, zu dem Kinder ehrlich sind und sagen, da ist ja gar nichts, während andere Leute sagen, ja, das kaufe ich Hunter Biden ab. Die kulturelle Perspektive, die all das ersetzen kann, ist Kreativität, die Entwicklung und des Aufbruchs zu nationalen Missionen, um die Durchbrüche in der Kernfusion zu erreichen, um unser Raumfahrtprogramm wiederzubeleben. Wir müssen zurück zum Mond, nicht nur zu einem kurzen Besuch, sondern um dort eine Basis und später eine Stadt zu errichten, verbunden mit der Industrialisierung des Mondes. Die Ressourcen auf dem Mond müssen genutzt werden, um Güter zu produzieren, die vor Ort und im weiteren Sinne im Weltraum notwendig sind. Was wird bei all dem herauskommen? Zum einen gibt es einen riesigen und direkten wirtschaftlichen Nutzen, ähnlich wie bei der Mondlandung in den 60er Jahren, wo sich die Investitionen im Verhältnis von 10:1 amortisierten. Ja, das war damals eine unermessliche Amortisation, selbst wenn man das Wirtschaftswachstum im Jahrzehnt nach der Mondlandung in Dollar betrachtet. Es gab auch eine großartige kulturelle Reaktion, nämlich wenn wir zum Mond fliegen können, dann kann die Menschheit alles Erdenkliche und darüber hinaus schaffen. Was sich aus einer Mars-Mission ergibt, ist die Kernkraft, die zum Teil für Atomraketen entwickelt werden kann, die uns vor echten Klimakatastrophen schützen kann, wie zum Beispiel der Einschlag eines Asteroiden auf die Erde, welcher im Vergleich einer möglichen Temperaturanstieg von 1,5 Grad in 100 Jahren witzlos erscheinen lässt. Ich denke also, wir können frohen Mutes sein über das, was wir als Menschen tun können. Wir sollten mit Kampfgeist gegen das vorherrschende Dogma der grünen Religion vorgehen, indem wir dieses Dogma in Frage stellen, dass die Natur übermächtig sei und wir sie nicht verändern sollten. Und wenn wir es doch tun, dann werde Mutter Natur sehr wütend auf uns sein und der einzige Weg, sie zu besänftigen, sei, unsere Zukunft wegzuwerfen, damit wir eine gewisse Hoffnung haben, die nächsten Jahrzehnte zu überleben. Das ist keine echte Bedrohung. Die wirkliche Bedrohung für die Menschheit kommt von der Unterentwicklung, nicht von einer kleinen Veränderung der Temperatur. Wird jemand sterben, weil die Temperatur in einem Jahrhundert um 1 Grad steigt? Oder werden Menschen sterben, weil der Strom bei einem Blackout ausfällt und alles stillsteht und man erfriert? Behalten wir das Wichtige im Auge und sorgen wir dafür, dass Energiedichte und Energieverbrauch steigen. Energie ist gut. Mehr davon zu verbrauchen, ist eine gute Sache, keine schlechte Sache.